Leute, olympisches Segeln in diesem Video. Also erzählt mir mal, was ihr so segelt und was ihr mal segeln wollt. So, heute kommen wir zum olympischen Segeln. Aber bevor ich irgendwie jetzt groß mit dem olympischen Segeln anfange und euch erzähle, was für Boote, Bootsklassen es gibt, da wollte ich euch nochmal erzählen, wie ich oder wie man überhaupt zum olympischen Segeln kommt, beziehungsweise wie ich zum olympischen Segeln gekommen bin. Ich habe im Opti angefangen zu segeln und ja, ich würde einfach mal sagen, Opti. Mein Dad hat früher gerne Fotos gemacht, daher habe ich auch die ganzen Fotos. Danke dafür. Auf jeden Fall war ich im Opti und da war auch schon so, waren schon der erste Kontakt mit dem olympischen Segeln. Ich durfte mal bei Robert Staniek, der auch bei den Olympischen Spielen war, im Starboot, auf dem Starboot mit segeln. Nach dem Opti musste ich mich dann entscheiden, ob ich Laser, wie mein Bruder segelt. Der ist nämlich vorher, 2 Jahre vorher oder 3 Jahre vorher in Laser umgestiegen. Zum Laser, man fängt dann meistens an Laser 4.7 oder Radial zu segeln. Da hat man eine kleinere Segelfläche von 4,7 Quadratmetern oder wie der 4.7 schon sagt oder 5,7 Quadratmeter. Das ist dann der Laser Radial. Und dann steigt man in die olympische Bootsklasse Laser Standard. Da hat man glaube ich ungefähr 7 Quadratmeter. Und für die Frauen ist Laser Radial olympisch. Das heißt, da haben wir die ersten beiden olympischen Bootsklassen. Man segelt sie alleine und sie sind geprägt davon, dass sie sehr taktisch sind und ja nicht die schnellsten Bootsklassen sind, muss man einfach so sagen. Aber dafür halt ein sehr anspruchsvolles und hohes Niveau. Ich habe mich aber dann entschieden, 420er zu segeln. Das ist nicht olympisch. Man segelt es aber zu zweit. Und ja, da fängt es an. Man hat eine Fock, ein Großsegel und ein Spinnaker. Das heißt, man hat 3 Segel und man segelt es zu zweit. Und ja, das bin ich dann 1-2 Jahre gesegelt. Hab mich für eine internationale Regatta qualifiziert, die Junioren-EM am Gardasee in Italien. Mein Cousin tauscht die Scheibe aus, kein Problem, ist kein Ding, man versprochen. Und danach bin ich dann auch in den 470er umgestiegen. Und zwar, weil ich einfach klein war, relativ leicht noch und in Berlin war. Das war mein erster olympischer Kontakt. Und von da an stand auch fest, ich will zu den Olympischen Spielen irgendwann mal. Der 470er ist 4,70 Meter lang, der Nachfolger vom 420er quasi. Hat auch wieder 3 Segel, ist halt ein bisschen größer als der 420er und ein bisschen schmaler, glaube ich. Ist einfach mal ein bisschen schneller. Und ja, da habe ich auch ein paar Videos gemacht. Das bin ich dann knapp ein Jahr oder vielleicht sogar ein bisschen länger als ein Jahr gesegelt. Und dann kam für mich die Entscheidung, dass ich an den Olympiastützpunkt in Kiel muss und dann bin ich da aufs Internat gegangen. Das ist aber mal für ein späteres Video. Wenn es euch interessiert, könnt ihr einen Kommentar da lassen. Und ja, in Kiel habe ich dann angefangen, 49er zu segeln.
was die nächste olympische Bootsklasse ist. Das ist 4,90 Meter lang und war derzeit das schnellste olympische Boot. Und zwar hat man drei Segel, ein Gennaker, eine Fock, ein Großsegel und es stehen zwei Leute, also man segelt zu zweit, zwei Leute im Trapez und es geht einfach massiv ab. Aber guckt es euch einfach selber kurz an. Und ja, in Kiel habe ich dann angefangen, 49er zu segeln. Bin dann vom Steuermann auf den Schotten gewechselt. Einfach aus dem Grund, dass ich keinen Schotten gefunden habe. Und dann dachte ich mir, mache ich es halt selber. Und ja, es wurde als schnellste olympische Bootsklasse abgelöst. Und zwar vom Nackra. Der Nackra ist eine Mixbootsklasse. Man segelt also als Mann und Frau. Also ein Mann und eine Frau. Und er hat sich so weiterentwickelt, dass er jetzt sogar foilt. Also man hat diese L-Foils. Und dadurch kommt das Boot komplett aus dem Wasser raus und es ist ein Katamaran und fliegt über dem Wasser. Und das sieht schon ganz cool aus. Da habe ich auch ein paar Aufnahmen für euch. Wenn ihr euch übrigens wundert, was das hier für ein geiles Shirt ist, ich habe mit meinem Bruder, da verlinke ich euch auch einfach mal die Homepage von ihm unten, zwei, drei Logos entworfen und habe mir so ein paar Klamotten entworfen. Und die Klamotten kann man sich sogar jetzt kaufen. Und da haue ich auch einfach mal einen Link unten rein. Das könnt ihr euch ja mal angucken, wenn es euch interessiert. Und da liegen die Klamotten. Und ja, das ist übrigens unsere neue aktuelle Segelnummer, GR13. Und ich würde sagen, die sind ganz cool geworden. So, das Starboot ist für 2016 aus dem olympischen Format rausgeflogen. Aber es gibt noch den Finn, ist auch eine Bootsklasse für, sage ich mal, eher schwerere Männer. Über 90 Kilo muss man, glaube ich, auf jeden Fall haben. Und das ist ähnlich wie der Laser, ist halt nur noch ein bisschen mehr Boatwork. Also man kann auch ein bisschen mehr einstellen am Finn. Der Laser ist ja wirklich einfach gehalten und der Finn ist ein bisschen komplexer vom Boot her. Und finde ich auch eine coole Bootsklasse, aber ich bin halt nicht so groß und auch nicht so schwer. Also nochmal in der Zusammenfassung. Es gibt den Laser Standard für die Männer. Ist mit knapp 7 Quadratmetern. Es gibt den Laser Radial für die Frauen. 5,2 Quadratmeter Segelfläche. Den Finn für die etwas kräftigeren Männer. Den 470er für die Männer. Den 470er für die Frauen. Und den Nackra, dem ein Mann und eine Frau zusammen segeln. Man kann sich aussuchen, wer schottet und wer steuert. Und den 49er, den die Männer segeln. Und was ich komplett vergessen habe, ist der 49er FX. Und der ist einfach eine kleinere Form vom 49er. Der Rumpf ist genau gleich, nur die Segel sind ein bisschen kleiner. Und der ist für die Frauen. Zusätzlich gibt es noch RSX, das ist Surfen. Davon habe ich jetzt nicht ganz so viel Ahnung, also ich kann auch ein bisschen Windsurfen, aber jetzt nicht so gut. Vorher surft man, glaube ich, Big. Das ist halt ein kleineres Surfsegel, ein anderes Surfbrett. Und ich glaube, es ist auch immer in der Diskussion, ob Kiten vielleicht olympisch wird. Und zwar dieses Foil-Kiten. Aber das sind nur Spekulationen, das weiß man nicht. Ansonsten ist halt RSX olympisch. Ja, das war's eigentlich schon wieder. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und schreibt in die Kommentare, wenn euch mal so ein Video interessiert, wie ich so meine Segelkarriere durchlaufen habe. Dann kann ich dazu auch mal mehr erzählen. Und teilt das Video.
damit Segeln mal so ein bisschen in der Welt verbreitet wird. Und Wassersport ist geil, da auf dem Depp. Und wir sehen uns im nächsten Video. Burnt in the sun.